Hallo, schön, dass Sie wieder reinschauen. Jetzt bin ich tatsächlich offiziell auch Gemeinderatsmitglied von Ostfildern und ich wollte Ihnen ja ein paar Themen mitbringen und aufbereiten und zusammenfassen. Das werde ich erst nächste Woche machen, weil wir haben ja aktuell genug Probleme mit anderen Sachen, die vielleicht schon wichtiger sind und ja, da will ich Sie nicht langweilen. Wir haben Corona täglich jetzt, das mit steigenden Zahlen, mit steigenden, man weiß nicht, wie man reagiert und Maskenpflicht macht, keine Maskenpflicht. Und ein schönes Durcheinander haben wir gerade. Ich glaube, da brauche ich Sie nicht mit den Themen jetzt noch langweilen. Eins möchte ich aber doch sagen, weil also mir ist in der ersten Sitzung eins aufgefallen. Ich habe mich zwar davor eingearbeitet in die Vorlagen, aber es ist so, dass es Themen gab, wo ich gedacht habe, gut, da müsstest du wissen, wie die Bürger vor Ort das sich wünschen. Ich habe jetzt nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und habe mich öfters auch enthalten, weil ich nicht wusste, die Vorarbeit, wie das dazu kam. Aber ich möchte einfach mehr von Ihnen wissen. Und zu den Themen, die wir in der Gemeinderatssitzung besprechen, würde ich gerne von Ihnen wissen, was da Sache ist und ob Sie das so gut finden oder was für Bedenken Sie haben. Deswegen habe ich entschieden, ich mache eine Runde und nicht nur eine Runde, vielleicht sogar eine Dauereinrichtung, Gemeinderat vor Ort. Ich als Gemeinderatsmitglied werde vor Ort eine kleine Runde in Gaststätten, in Restaurants buchen. Das heißt wirklich einen kleinen. Wir sitzen am Tisch. Ich reserviere maximal einen Tisch zu viert, zu dritt, zu zweit. Mir egal. Hauptsache es geht um das Thema. Und ich werde auch dieses Thema mit reinbringen. Also wenn ich es veröffentliche, dass ich zum Beispiel nach Chemnat komme oder nach Ruid, egal in welchem Stadtteil, werde ich auch sagen, worüber ich gerne mit Ihnen reden würde. Und natürlich können Sie unabhängig davon Ihre Themen mitbringen. Jedes Wissen, das ich bekomme aus der Stadt, von den Bürgerinnen und Bürgern, hilft mir richtig zu entscheiden in der Gemeinderatssitzung. Aber noch dazu, ich kann ja auch Einwände viel professioneller bringen als jetzt. Jetzt sind es halt meine Meinungen und ich muss mir so vorstellen, wie Sie es gerne vor Ort hätten oder wo Bedenken sein könnten. Ich will es wissen. Ich will es wirklich wissen. Und deswegen lassen Sie mir jetzt die nächsten zwei Wochen Zeit zur Planung, wie ich das organisiere mit dem Gemeinderat vor Ort. Das heißt nicht der ganze Gemeinderat. Ich komme alleine, also FDP-Gemeinderat vor Ort. Und vielleicht kommt auch mal mein Kollege mit und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Selbst wenn ich alleine hocke und keiner Interesse hat, ist nicht schlimm. Der Abend ist ja nicht versaut. Dann habe ich in einem Restaurant gut gegessen. Jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Nächste Woche ein paar News aus dem Gemeinderat. Ich habe mir einiges vermerkt. Vielleicht ist da was doch interessant für Sie, denn es ging um Parken und ein paar Modelle und ein Baugebiet natürlich war wieder dabei. Sprechen wir nächste Woche. Jetzt gehen wir erstmal ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen wirklich einen schönen Tag noch und ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.